2. In die 2. 205. Also ich glaube, das ist mit den 3 war jetzt am schwierigsten bis jetzt. So, in die 205 wollen wir. Das heißt, hier müsste es ja irgendwo näher anliegend sein. Das war ja hier. Da hinten, ja. Ah, ging nicht, ging nicht, ging nicht. 205, 205. Nein! Was machst du? Dreckspfeil, Mann. So, jetzt noch die 303. Oh, die Schauspieler, wo das hier gespielt haben. So nachvoll. Die Leute sind brutal. So. Wie ich es immer vergiss, schick den Freund als erstes raus, sonst ist auch gelaufen. Er ist böse. Er ist wirklich, wirklich das pure Böse, was ich bis seit langem eigentlich nicht mehr so erlebt habe. So. Wir gehen raus. Okay. Ätzend. Aber ihr seht, er kann jetzt hier nicht rein. Also er geht hier nicht mehr rein. Außer er sieht uns halt und möchte uns da erstmal eine davon. Wagens. Auch wenn ich echt verdammt Angst habe gerade. Fuck. Wie ich weggerannt gerade bin. Ich wusste nicht, dass man so weit wegrennen kann von ihm. Ich habe den Weg vergessen.
Oh, scheiße. Nicht in diesen Raum. Ich muss gerade echt sagen, das ist das schlimmste Endfight in meinem ganzen Leben, wo ich je hatte, Mann. Gegen irgendeinen Boss in einem Spiel. Und ich bis jetzt das echt am schlimmsten. Nein! Das ist nur noch nervig. Jetzt regt's mich auf. So. Zack. Nach hinten. Ist der nervig? So, 121. Machen wir mal auf. Es tut mir echt gerade leid, dass es so lange dauert, aber... Ich frag mich, bin ich zu hektisch, bin ich zu schnell, hektisch und schnell ist dasselbe, aber bin ich irgendwie zu langsam, oder ist, achte ich auf die Schritte nicht, ich finde keine Schritte nämlich, das ist es ja. Ja, so quickly if you can, if you can, if you can, leck mir am Arsch, Alter, Junge. Ich glaube, ich bin zu zögerlich. Das war jetzt zu hektisch. Das war viel zu hektisch. Ich bin so gottfroh, wenn ich dich nie wieder sehen muss, Junge. Das Einzige, wo wir uns wieder sehen werden, wenn ich mal vielleicht meine alten Let's Plays mal anschaue. Das geht an die Zukunft von mir, da draußen. Bastard, Alter. Wie ich schon rennen muss vor dir weg, ey. Das ist so schwachsinnig. Das ist so schwachsinnig mit diesem Typ mir. Bist du? Er ist so ein Arsch. Er ist so ein Arsch. Nicht mal lang genug war er weg. Da nervt er mich schon wieder. Thank you.
Ich habe jetzt eine Person gerettet. Eine. Und er geht schon so auf den Sack. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll, Mann. Klick, 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 klick. Ich klick um mein Leben. Ich möchte doch nur weiterleben. Ich klick mir einer ab. Ich klick mir einer ab. Ich möchte nur weiterleben. Ja. Komm, renn mal hoch bis in den dritten Stock, Kollege. Wir holen jetzt als erstes die andere. Das ist mir gerade so feurig hier unten. In die 303 muss ich rein. In die 303 muss ich rein. In die 303 muss ich rein. 301 kann es nicht sein. Aha. Das ist da hinten. Stimmt, stimmt, stimmt. Nicht. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Weißt du, wir waren schon hier, wir waren schon hier. Und was mache ich? Komplette Wege vergessen. Rein. So. Und ich dachte, der Weg ist nicht so kompliziert. Ich dachte so, ja, okay, ich sei mal kurz ums Eck. Put it in your hand. Get to the stairs as quickly as you can. 3 weitere Freunde müssen wir retten. 3 weitere Leute, wo ich am liebsten gerade sagen würde, nein. Aber weil ich nicht so... Er ist doch nach seinem Vater. Er ist auch großartig im Auftauchen, wo ich nicht möchte. Hugo, geh doch mal wieder weg. So, es hat sich ein bisschen beruhigt. Zumindest macht es den Anschein. Nein. Diese elegante Coven, die wir bewegen. Tschüss. Au revoir, mon frère. Ich verpisse mich von dir. So. Es ist nur noch die 1. Es ist jetzt nur noch die 1. Wo wir die 110 und die 111 haben. Und dann zum Aufzug. Alter, ich hoffe, dass das jetzt endlich mal ein Ende nimmt.
danach kann ich erstmal duschen gehen. So viel Angstschweiß rum hier schon läuft. Nein, geh doch weg, Alter. Geh, hab ich gesagt, Mann. Verschwindibus, mach den Houdini-Trick. Warten, bis die Melodie abklingt. Weil davon kann ich ausgehen, dass er nicht kommt. Oder halt schon noch da ist, aber irgendwo nicht direkt bei uns. Wir gehen raus. Nein! Das war ein falscher Klick, das war ein falscher Klick! Leute, an dieser Stelle, ich probiere es jetzt einfach selber mal weiter, weil wenn ich alle hab, wir sehen uns am Aufzug. Puh. Liebe Leute, wir haben alle 5. Tschüss, Jimmy. Oh. Ey, ihr wisst gar nicht, wie oft ich jetzt gerade gelitten habe. Ich habe jetzt mindestens 10-mal alle 5 gehabt. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nicht verkacken, das wäre jetzt so peinlich. Einfach nur noch gehen. Nur noch gehen, bitte. Ich möchte gehen. Ich will nicht mehr. All deine Freunde sind sicher rausgekommen. Du hast At Dead of Night beendet. You completed At Dead of Night. XXXXX. Kannst mich mal. Maya! Maya! Stop, 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 stop! Stop it! Why do you keep making me do these things? Please just stop. Please just stop it, stop it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge. Oh mein Gott. Der hat so einen an der Klatsche. In jedem von uns steckt jemand anders, den wir nicht kennen. Er spricht zu uns in Träumen. Und erzählt uns, wie anders er uns sieht, als wir uns selbst sehen. Carl Jung. Du kannst sie sehen.
mitten in der Nacht. Maya Chloe Bones. Oh, das sind jetzt die Credits. Jimmy Hall. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Gerade eben habe ich echt noch lange gebraucht. Ich habe es sehr oft probiert. Ich habe es im Schnelldurchgang, im langsamen Durchgang. Egal, auf welcher Ebene ihr seid, er ist die ganze Zeit da. Okay, das ist mir gerade ein bisschen zu laut. Ey, das ist so abnormal, der Typ. Ey, am Anfang kriegst du, ich sag mal, ab dem vierten, wenn du den fünften holst, hast du dann Jimmy die ganze Zeit neben dir. Egal, wo du hingehst, die ganze Zeit. Sei es in Raum sowieso, du gehst ins Stockwerk 3 und willst dann runter zur 1 wieder, weil du unten die 3 extra freigelassen hast. Dass du denkst so, ah, okay, du gehst jetzt hoch, ja. Also geht er jetzt auch hoch, geht da runter. Hey, der spawnt einfach. Vielen Dank, dass du At Dead of Night gespielt hast. Ja, gern geschehen. Ihr habt mir bloß jetzt einen psychischen Schaden dagelassen. Oh, das war At Dead of Night, Leute. Aber ich muss einfach sagen, Jimmy ist bis zuletzt echt hartnäckig geblieben. Also der ist schlimmer als sonst irgendein Spielcharakter, wo ich bis jetzt gesehen habe. Also den haben sie echt geil gemacht. Also wenn es davon irgendwann mal einen zweiten Teil geben sollte, weiß ich nicht, ob ich ihn spiele, aber ich glaube, an sich hätte ich jetzt, glaube ich, keine Einwände unbedingt, weil an sich ist das Spiel echt geil. Man muss schon sagen, sie haben es echt geil gemacht. Den Horror haben sie beibehalten, diese ständige, permanente, diesen Drang einfach, dass du das Gefühl hast, Jimmy ist gleich hinter dir, knockt dich, gibt dir eins mit seinem kleinen Holzknüppel, der Holzknüppel, Jimmy da. Aber an sich, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn hier vielleicht ein paar Likes landen. So als kleine Wertschätzung, Anerkennung. Weil das war echt jetzt viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem habe ich mir auch gedacht, so an ein paar Dinge, wie jetzt zum Beispiel, ich hatte so keinen Bock mehr und habe mir gedacht, so, ach komm, ich wusste, wir sind am Ende, also ziehe ich es jetzt durch. Ich werde doch nicht einfach kneifen und habe mir gedacht, so, ja komm, baller ich jetzt durch. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, vielleicht für ein Abo, ein Like. Ja, und wenn ihr schon abonniert, die Glocke anmachen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Video. Also seid auf jeden Fall gespannt. Das war At Dead of Night. Bis zum nächsten Video.